Jetzt ist Hans-Rudi Büchi bei uns vorbeigekommen. Also die Reihenfolge: Richard, Van der Poel, Breu, Zweifel, Liboton, Lavenne, Büchi, aber das interessiert uns eigentlich weniger, was die Reihenfolge hintendurch anbelangt, denn die Zeitabstände sind natürlich weit entscheidender als die reine Reihenfolge. Klar also in Front, Pascal Richard in zweiter Position, zusammen Adrie Van der Poel und Bea Breu. Große Spannung also herrscht um die Vergabe der Silbermedaille zwischen eben dem Holländer Adrie Van der Poel und dem Schweizer Bea Breu. Ja, und in 6 Minuten ist die Stunde vorbei und das würde bedeuten, bis zu diesem Zeitpunkt ist Pascal Richard noch nicht im Ziel. Das heißt, wenn er ins Ziel kommt das nächste Mal, dann dürfte nur noch eine Runde zurückgelegt werden. Pascal Richard in bestechender Manier, er weiß natürlich um die Situation in diesem Rennen, er kennt auch seinen Vorsprung auf die Nächsten und er weiß, dass er sogar etwas, ich sage etwas, dosieren kann, seine Kräfte, um ja nicht im allerletzten Moment noch einzubrechen, eine Schwäche zu erleiden und diesen auf sicher geglaubten Weltmeistertitel noch zu verscherzen. Wieder im Aufstieg hier, sehen Sie, wie gut eigentlich Pascal Richard hier noch klettert. Diese praktisch steile Wand hinauf. Und die großen Abstände zwischen den Fahrern jetzt erlauben unserer Regie auch immer wieder diese faszinierenden Zeitlupenbilder einzuspielen. Beat Breu und da hinten handelt es sich offensichtlich um einen überholten Fahrer. Ich glaube, es war Antonio Sarroni, der Italiener. Jetzt kommt dann langsam eben die Phase des Rennens, wo man aufpassen muss, weil da immer wieder der eine oder der andere Fahrer überholt wird. Man hat sich jetzt so daran gewöhnt, dass da vorne allein der Pascal Richard erscheint und dann eben Bea Breu. Wo ist Adrie Van der Poel? Vorne hier jetzt Pascal Richard, allein in Front. Genau 3 Minuten vergehen noch bis zum Ablauf einer Stunde und dann muss noch eine Runde absolviert werden. Und einige Fahrer, das sieht man, haben hier bereits auch schon aufgegeben, also lange nicht mehr alle der 31 gestarteten Fahrer im Rennen.
und Bea Freu. Und ich habe vorhin gefragt, wo ist Adri van der Poel? Er ist nicht mehr zu sehen. Bea Freu allein jetzt auf Platz 2. Ja, da kommt er, Adri van der Poel. Aber doch schon einige Meter distanziert. Jetzt der Straßenspezialist van der Poel doch mit etwas Mühe. Und vielleicht gelingt es. Jetzt Bea Freu seinen Begleiter zu distanzieren. Sie sehen links oben eingeblendet die Gesamtzeit. Richard wird jetzt natürlich danach trachten müssen, aber das würde sowieso nicht reichen. Ja, nicht vor Ablauf einer Stunde durchs Ziel zu fahren, dann wären ja noch 2 Runden zurückzulegen. Jetzt ist der Fall klar, keine Minute mehr bis zum Ablauf einer Stunde. Also, wenn hier Pascal Richard am Ziel vorbeikommt, dann noch eine Runde. Jetzt muss er aber aufpassen. Noch 40 Sekunden. Das ist eine delikate Situation für einen Fahrer. An und für sich müsste er etwas bremsen, damit er nicht zu früh über das Ziel fährt, um nicht noch eine zusätzliche Runde zurückzulegen zu müssen. Andererseits muss er natürlich auch nach hinten schauen. Und das macht er. Und Pascal Richard fährt durch. Und jetzt ist das eingetroffen. 12 Sekunden. 12 Sekunden zu früh. Das bedeutet noch 2 Runden. Ja, das war jetzt nicht unbedingt geschickt. Aber eben, was soll man machen? Da wird diskutiert auf der Zielstrecke. Pascal Richard hat die Hände verworfen, hat nach oben gezeigt. Und die Uhr, die für den Fahrer vor allem ersichtlich ist, links, die hat die Gesamtzeit nicht angezeigt. Sondern die Uhr, die steht ungefähr 20 Meter hinter dem Ziel. Für wen das jetzt gut ist, noch 2 Runden zu fahren, das wird sich weisen. Sicher für den, der über die meisten Kräfte verfügt. Vielleicht kann Zweifel noch davon profitieren. Also noch 2 Runden jetzt für Breu. Er dürfte sich nicht unbedingt freuen über diese Anzeigetafel, dass es noch 2 Runden geht. Und van der Poel in dritter Position. Rund 15 Sekunden hinter Breu zurück. Ja, schade. Ich glaubte, da wäre die Zeit schon vorbei. Aber da kam Richard bereits auf die Strecke und er konnte natürlich nicht noch stillstehen. Aber offenbar hatte diese Uhr nicht gesehen. Das wird sicher nicht noch zu diskutieren geben, vor allem dann, wenn jetzt diese Situation noch 2 Runden fahren zu müssen, noch etwas ändert an den gegenwärtigen Positionen, nämlich Richard vor Breu und vor van der Poel. Ein überrundeter Fahrer hat hier passiert beim Ziel. Der vierte ist noch nicht da. Zweifel und oder Liboton. Aber die Situation ist klar. Eigentlich schade, denn die Positionen sind deutlich bezogen. Richard vor Breu, vor van der Poel. Und ich glaube, dass auch diese Situation selbst dem alten Kämpfer Albert Zweifel kaum entgegenkommt, hier noch 2 Runden zurücklegen zu müssen. Heute Morgen hat man bei den Junioren zum Beispiel verzichtet auf diese zusätzliche Runde. 40 Minuten und eine Runde dauert normalerweise das Rennen der Junioren. Und man hat angesichts dieser prekären Terrainverhältnisse gesagt, es werden 4 Runden absolviert und fertig. Bei den Profis allerdings, da hat